Hier ist immer noch richtig was los im Autohaus, Michael. Hier tobt der Bär im Autohaus. Hummel, Hummel! Hummel, Hummel! Zicke, zacke, zicke, zacke! Zicke, zacke, zicke, zacke! Hip, hip! Hip, hip! Es ist Wahnsinn, ja, nicht? Schön, dass Sie dran geblieben sind, dass Sie weiter Hamburg einschauen, denn Ellermanns Hafenbar präsentiert immer noch die schönsten norddeutschen Gesichter heute am Ostersonntag. Und ich habe eine Riesenfreude, und zwar Kehler hat die tolle Dekoration gestellt hier. Kehler mit wunderschönen Blumen, richtig nett, richtig toll. Die ganze Dekoration von Kehler und vom Möbelpark Sachsenwald, da sagen wir herzliches Dankeschön. Das muss auch mal gesagt sein. Und da, ja. Und weil die Stimmung so gut ist, und wir vorhin Herrn Büchel hatten, der ja ein Hamburger Junge ist, da habe ich einen Titel mitgebracht, den ich damals schon im Stadion gesungen habe, 1995, wie der FC St. Pauli aufgestiegen ist. Aber an dieser Stelle möchte ich auch alle HSV-Fans grüßen, denn Hamburg, wir sind Fußballfreunde. Und hier kommt ein Titel, St. Pauli ist für St. Pauli-Fans gut und für HSV-Fans gut. Und deshalb sage ich, St. Pauli ist für alle da. Ludmilla, er schläft ja immer noch. Er schläft ja immer noch. Für alle da und jeder muss mal hin. Es liegt in Hamburg-Altona, wo ich geboren bin. Hier findet jeder, was er sucht und meist noch etwas mehr. Ob Suche oder auch verrucht, das ist gar nicht so schwer. Captain, 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 zeig uns, wo die schönsten Mädchen sind. Captain, 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 nur wer Mut hat, der gewinnt. Hummel, 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 rufen gerne alle Freunde des Humors. Hummel, 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 und die Antwort heißt Mors, Mors. Alle da, ob Fischmarkt oder Dom. Und wenn man ganz solide ist, geht man zu blonden Emblem. Hier findet jeder, was er sucht und meist noch etwas mehr. Ob Sutsche oder auch verrucht, das ist gar nicht so schwer. Captain, 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 zeig uns, wo die schönsten Mädchen sind. Captain, 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 nur wer Mut hat, der gewinnt. Hummel, 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 rufen gerne alle Freunde des Humors. Hummel, 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 und die Antwort heißt Mors, Mors. Hummel, 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 rufen gerne alle Freunde des Humors. Hummel, 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 und die Antwort heißt Mors, Mors. Mors, Mors. Wahnsinn, Wahnsinn. Können wir mal bitte unseren Seemann aufwachen? Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr? Seemann, guten Morgen. Seemann, lass das Träumen sein. Oh ja, oh ja. Er schläft und schläft und schläft. Hannes ist immer noch da. Ja, Hannes, komm nach vorne, komm nach vorne. Ja. Er ist so lustig hier. Wieso kann der, der kann doch nichts ab. Der ist so völlig fertig. Kuddel, Kuddel. Hallo, wir müssen in Ellermanns Hafenbahn noch ein bisschen was tun für die Stimmung, weil so hier ist halt so viel los und du versäumst alles. Ja, nee, das darf nicht sein. Bitte jetzt zusammenreißen, lieber Hannes, zusammenreißen, denn jetzt sind sie da, die Küstenrebelle. Erzähl mal bitte. Du musst den wecken, weißt du wie? Das ist ganz einfach. Du musst einen Trinkspruch machen für ihn, dann wird er wach. Hast du gehört, Kuddel? Pass auf, ich mach den mal. Es wogt der Busen auf und nieder, es wogt das Korn im Sommerwind, es wogt der Jungfrau alles wieder. Ich sage nur, wer wo gewinnt. Prost, ja, Alter!
Meine Damen und Herren, man kann sich nicht die Gäste aussuchen, aber sie sind lustig und sie sind ehrlich. Und eine Gruppe, die jetzt kommt, die ist auch ganz ehrlich und die meint es richtig gut. Sie waren oft schon im deutschen Fernsehen und heute sind sie zum ersten Mal in meiner Sendung. Nicht lachen bitte dabei, ja? Wecken Sie den Seemann auf, das ist wichtig. Nicht so doll, Mensch. Ja. Also, ja, Hannes, ist ja gut. Zuckersüßer Hannes, du bist noch mal dran, ja. Er paddelt nachher noch im Paddelboot. Also Hannes ist heute richtig gut drauf, ne? Aber ich finde, dass er richtig fröhlich ist. Aber jetzt kommen wir zu einer Gruppe, ich habe sie eben schon angekündigt, mehrfach im deutschen Fernsehen, heute hier bei mir in Ellermannshafenbar. Und sie sagen, Männer, so schön wie der Norden, da freut sich jeder drauf. Denn wir sind Hamburg und hier sind die Küstenrebellen. Here we go! Einer ist Schreiner, wird Holzwurm genannt. Der hobelt wie keiner mit Herz und mit Hand. Ob Sarg oder Fenster, der Heiner macht's klar. Mit Leim an den Fingern und Spänen im Haar. Karl Fiete ist Fischer mit eigenem Boot. Mit Krabben und Schollen verdient er sein Brot. Doch setzt er sich abends zu Haus an den Tisch. Ruft seine Mutter, du stinkst ja nach Fisch. Das sind Männer, so schön wie der Norden. Männer, die wirklich wie Männer noch sind. Und fragst du, wie sind sie's geworden? Das macht die Sonne, die See und der Wind. Wir sind Männer, so schön wie der Norden. Sturmfest und trinkfest und stark wie ein Meer, so waren schon die Wikingerhorden. Männer wie uns gibt's woanders nicht mehr. Und Hermann ist Bauer, sieht aus wie Kardan. Der hat an die 200 Ferkel im Stall. Am Morgen früh raus und die Stiefel im Mist. Darum hat er schon lang keine Frau mehr geküsst. Das sind Männer, so schön wie der Norden. Männer, die wirklich wie Männer noch sind. Und fragst du, wie sind sie's geworden? Das macht die Sonne, die See und der Wind. Wir sind Männer, so schön wie der Norden. Sturmfest und trinkfest, so stark wie ein Meer, so waren schon die Wikingerhorden. Männer wie uns gibt's woanders nicht mehr. Da ist einer im Dorf, der ist gar nicht so doof. Der ist Leuchtturmwärter und auch Philosoph. Der hat ja von oben den weitesten Blick. Und sagt zu uns Männer, ich geb euch nen Tipp. Ihr braucht Frauen so schön wie der Norden. Frauen, die wirklich wie Frauen noch sind. Und fragst du, wie sind sie's geworden? Das macht die Sonne, die See und der Wind. Wir sind Männer so schön wie der Norden. Sturmfest und trinkfest und stark wie ein Meer, so waren schon die Wikingerhorden. Männer wie uns gibt's woanders nicht mehr. Männer wie uns gibt's woanders nicht mehr. Männer, so schön wie der Norden, jawohl. Wir sind schon wieder am Gesprächstisch. Sind wir am Gesprächstisch und da habe ich Sie, die beiden Chefs hier sitzen. Sie haben es alles ermöglicht, dass wir heute hier in der Hafenstadt Geesthacht unsere Premiere haben von Ellermanns Hafenbar. Ich begrüße ganz herzlich Günther und Sven Michael. Dankeschön. So, ist doch richtig gute Stimmung hier, nicht? Einsame Spitze, kann ich nur sagen. Also sowas Faszinierendes, also die Leute machen alle mit, sie machen Stimmung, die Interpreten sind hervorragend, also einfach spitze, es fehlen uns die Worte. Das hätten Sie gar nicht gedacht, dass man hier so in einem Autohaus so eine tolle nordische Stimmung fabriziert, nicht? Ganz und gar nicht, nein.
Und der Günther, der Senior, ist auch begeistert. Nicht? Ein alter Hamburger, der ja ein bisschen aus Bayern kommt, aber das macht ja nichts. Ne? Trotzdem ist er ja fast waschechter Hamburger. Wir akzeptieren ihn. Wollen wir ihn als Hamburger akzeptieren? Ja. Ja, danke, danke. Wunderbar. Viele Autohäuser hat er, 7 Stück an der Zahl. Und heute jetzt hier in Gestacht, in dem nicht kleinsten, nicht? Das zweitkleinste oder drittkleinste, wie sieht's aus da? Ja, zweite oder drittkleinste kann man schlecht sagen. Also Gestacht haben wir jetzt im Oktober übernommen. Vorher war ja ein Händlerkollege von mir, der hat aufgehört und so weiter. Und deswegen haben wir dieses Autohaus übernommen. Wir sind in Wandsbek, da sind wir schon über 30 Jahre. Da sind wir mit Toyota, dann sind wir mit Lexus über 10 Jahre auch in Wandsbek. Dann sind wir noch in Bergedorf, da haben wir auch letztes Jahr das Autohaus übernommen. Dann sind wir gleich nach der Wende in Schwerin, sind wir auch gleich rübergegangen und da haben wir da auch neu gebaut und so weiter, sind auch sehr zufrieden. Danach haben wir dann auch noch das Hagenow, auch noch ein Autohaus gebaut. Und dann haben wir letztes Jahr dann auch noch Wismar übernommen. Und so haben wir, sagen wir, einen Kreis in 9 und alten Bundesländern gut reingekriegt. Wir haben jetzt zurzeit 100 Angestellte und ich muss sagen, mit so einem Angestellten, wie wir haben, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Nur mit den Angestellten kann man das eigentlich auch nur so schaffen, mit sehr viel Fleiß und so weiter. Wir sind geschulte Leute, haben wir, und sind sehr zufrieden mit allen drum und dran. Ein gutmütiger Chef, der auch zu seinen Angestellten hält und vor allen Dingen dieses in einem Interview wiedergibt. Das ist, glaube ich, schon mal ein schöner Applaus für ihn wert. Ne? Schön. Dankeschön. Denn umsonst heißt ihr ja nicht das Autohaus mit Herz. Und weil ihr Herz habt, habt ihr euch eine Aktion überlegt. Wir haben letztes Mal Rabatt gegeben. Da gab es eine bombastische Reaktion. Beim letzten Mal, wie wir aufgezeichnet haben, auch in der Cosana-Residenz hatten wir eine Aktion gemacht. Und jetzt gibt es wieder eine neue Aktion, eine April-Aktion, die bis zum 30.04. läuft. Was verbirgt sich genau dahinter? Ja, wir haben uns wieder was Neues überlegt und diesmal haben wir uns überlegt, dass wir eine Zugabe geben. Diejenigen, die sich auf diese Sendung berufen, machen wir einen Bonus, indem wir ein Fahrrad zum Kauf eines Neuwagens hinzugeben. Dieses Fahrzeug steht rechts neben uns und ist ein, wie Sie sehen, ein Toyota-Fahrrad und natürlich genauso zuverlässig wie unsere Fahrzeuge. Also das heißt letztendlich, lieber Sven Michael, alle, die jetzt bis zum 30.04. sich entschließen, ein Auto bestellen, bekommen dieses Toyota-Fahrzeug, ich glaube 500 Euro ist es wert, nicht? Das ist korrekt, 500 Euro kostet dieses Fahrrad. Also das ist schon die erste Dame, die überlegt es dir gut, aber naja, Sie haben ja noch ein bisschen Zeit. Also morgen oder bis zum Ende des Monats vorbeischauen und dann gibt es einen Radbonus drauf. Was heißt, wenn einer 3 Fahrzeuge kauft bei Ihnen oder bestellt, dann bekommt er 3 Fahrzeuge? Wir haben genug auf Vorrat, also ist kein Problem. Was machen Sie, wenn bis zum Ende des Monats, bis zum 30., ich sag mal, 40, 50 Leute kommen und sich ein Auto bestellen, dann geben Sie 40, 50 Fahrräder drauf, ist es wahr? Das haben wir uns auch mit dieser Aktion überlegt, dass wir es auch so machen wollen, jawohl. Wunderbar, also das heißt, kaufen Sie Fahrräder bei Michael nicht, sondern kaufen Sie Autos. Und dann gibt es ein Fahrrad drauf, eine Riesenidee, die hat es auch noch nicht gegeben. Ich glaube, das ist einfach Wahnsinn. Da fällt mir doch nur ein, ja, mir sammeln Radl da. Das müssen Sie mal auf Bayerisch sagen, bitte mal. Er ist ja Bayer. Komm, sag mal. Oh, das ist schwer. Ja, komm, einmal Bayerisch. Ich war nur 6 Jahre in Bayern, da habe ich nichts mehr behalten. Aber jetzt einmal nochmal, komm, Bayerisch, komm, einmal richtig Bayerisch. Oh, ich weiß wirklich nichts so. Sag doch mal einmal Saupreis zu mir. Ach, ja, tschüss. Das habe ich nicht verstanden, aber ist egal. Gut, wir sind ja international, nicht nur Hamburger, haben wir hier in Ellermannshafen-Bar auch natürlich Themen aus Bayern. Zum Rad kommen wir nochmal. Ja, wir haben im Radl da. Also das heißt, alle können, und wir blenden das jetzt gerade mal ein hier, können bis zum Ende des Monats, bis zum 30.04. vorbeischauen und können ein Auto bestellen, Probefahren natürlich vorweg, nicht? Und können dieses Rad dann, kriegen Sie bonusmäßig on top drauf. Ist richtig? Ganz on top. Hat nichts mit dem Autokauf zu tun, mit dem Nachlass oder mit den Rabatten oder mit der Zahlungnahme von einem anderes Fahrzeug. Dieses Fahrrad gibt es von uns on top auf diesen Kauf eines Neuwagens hinzu. Super, also bis zum 30. vorbeischauen, dann können Sie einen Radbonus on top kriegen. Und eines muss ich Ihnen sagen, und zwar dieses Fahrrad, was hat es denn für Vorzüge?
Dieses Fahrrad hat, wie wir hier vielleicht sehen können, Leichtmetallfelgen, so nennt man das auch im Fahrrad, Fachsimpel auch. Dieses ganze Gestell ist aus Aluminium, dadurch sehr, sehr leicht und auch durch den dicken Rahmen sehr stabil. Highlights auch in diesem Fahrrad, Stoßdämpfer vorne und hinten, wie beim Fahrzeug. Also man bezieht sich immer wieder aufs Auto und das hat man da natürlich auch für verwendet. Genau. Und morgen werde ich auch mit dabei sein, denn morgen sind wir im Wandsbeker Carré. Wir zeigen noch einmal, Herr Holm wird dabei sein und natürlich Torfrock. Und wir haben John Law und The Tremors dabei, Margot Schönebert, Oliver Lenzi, Christine Mooslehner und natürlich nicht zu vergessen die Hamburger Alsterspatzen. Ich führe sie ins Programm. Es gibt noch Restkarten und die Firma Michael wird auch mit dabei sein, die dann im Wandsbeker Carré im August auch eine Sonderausstellung hat. Da können Sie vorbeischauen. Genauer gesagt ab den 11. August. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber morgen sind Sie auch im Wandsbeker Carré dabei am Ostermontag. Also unbedingt morgen ins Wandsbeker Carré schauen. Es gibt noch Restkarten. Ich danke Ihnen beiden. Wir gehen jetzt beide schon mal in Ihre Ausstellungshalle, denn dort haben wir ein Fahrzeug, was wir gleich noch beschreiben werden. Das ist welches Fahrzeug? Das ist der neue Avensis. Und den besprechen wir gleich. Also viel Spaß. Vorher möchte ich einmal Prost sagen, denn hier ist wirklich eine tolle Stimmung. Und das mit fürstlichem Bismarck, denn wir sind im Sachsenwald. Gesagt gehört zum Sachsenwald. Fürstlich Bismarck-mäßig geht's zu mit einem Original Fürst Bismarck. Und da fällt mir einfach nur Alfred ein. Und der sagt uns Prost, weil er in Sauer lag. Schnarcht die ganze Nacht, weil in Sauerloch bis nachmittags lag Hinnerk flach. Der Bauer machte tierisch Krach, weil in Sauerloch sah gleich mal in der Scheune nach. Ja, Hinnerk hat das richtig schwer, ist nicht mehr der Immerwehr. Kaum trinkt seine Pfaff ein Bier, da pennt wie so ein Murmeltier. Seine Frau hat gleich gesorgt, weil in Sauerloch. Der hat mal wieder durchgemacht. Der sauft bestimmt die ganze Nacht. Weil in Sauerloch, ja, das hat Hinnerks Frau gesagt. Weil in Sauerloch, ja, Hinnerk hat das richtig schwer. Ist nicht mehr der MOV. Kommt, trinkt seine 20 Bier. Da pennt wie so ein Murmeltier. Wir fanden Hinnerk unter Dach. Weil in Sauerloch. Der Schlag. Weil in Sauer lag, die Melker, die machen eine Riesenstimmung. Wir haben uns ein bisschen abseits bewegt mit Herrn Sven Michael, und zwar um das neue Fahrzeug vorzustellen. Hier im Autohaus Michael in Geesthacht sind wir ja zu Gast. Und ich darf ihn nochmal begrüßen, Shake Hands, der Chef natürlich. Wie gefällt es Ihnen? Wie gefällt die Show? Absolut spitze. Ja, die Stimmung ist doch klasse drin, ne? Hervorragend hier. Genau, wir haben große Räume hier und deshalb haben wir gesagt, gehen wir ein bisschen nach draußen. Und draußen ist es zwar nicht, aber zumindest in anderen Räumen. Und wir sehen jetzt hier ein Fahrzeug. Welcher ist das? Das neue Fahrzeug von euch, ne? Das ist ein neuer Fahrzeug, der Avensis. Der Avensis ist hier in Form als Kombi, gibt es dann noch als Fließheck und als Stufenheck. Und dieses Fahrzeug hat einen ganz besonderen Motor. Da gibt es was ganz Besonderes, ne? Zurzeit ja, wir können nämlich bei der Limousine einen Dieselmotor mit Dieselcut anbieten und das ist schon was Besonderes, ja. Wir schauen noch mal rein im Innenraum, wie es dort aussieht. Sieht es richtig fröhlich aus und den Motor werden wir gleich auch noch mal zeigen. Und ich muss eines sagen, gibt es da mehrere Modelle, verschiedene Farben und mehrere Variationen? Wir können bei diesem Fahrzeug alles wählen an Farben, Ausstattungsmerkmale, es ist alles erhältlich. Wunderbar. Gibt es den vorrätig oder muss man ihn bestellen? Und wenn, wie lange ist Wartezeit? Wenn wir ein Fahrzeug definitiv bestellen müssten, hätten wir 3-4 Monate Lieferzeit. Aber wir mit unserer Autohaus Michael-Gruppe haben ein gutes Sortiment, was wir auch anbieten können. Kann man so ein Fahrzeug auch leasen bei Ihnen? Das ist überhaupt kein Problem. Leasen, Finanzierung, Barkauf, alles ist möglich bei dem Avensis.
Wenn ja viele sagen, Mensch, die Zinsen sind ja momentan nicht ganz so hoch, was muss man so an Zinsen anlegen, wenn man sowas sich finanzieren lässt? Kann man da so aus der Tasche plaudern? Ja, natürlich. Finanzierung oder Leasing, gar kein Problem. Wir können das quasi auf 0,9 effektiven Jahreszins finanzieren und das macht unsere Kunden auch sehr glücklich. Wunderbar. Also wir schauen das Fahrzeug noch ein bisschen an. Haben Sie es persönlich, Herr Michael, auch schon gefahren? Aber selbstverständlich. Neue Modelle müssen wir selbst kennenlernen und natürlich auch mit Begeisterung den Kunden beitragen. Und Sie haben es gefahren und was war das für ein Feeling? Was für einen Vorteil hat dieses Fahrzeug von Toyota zu anderen Fahrzeugen? Wie würden Sie es beschreiben? Das Fahrzeug hat seinen Vorteil in der Hinsicht, dass es sehr europäisch geworden ist. Durch seine neuen Linienformen, die wir jetzt bei diesem Modell haben, einen breiteren, längeren Radstand und natürlich auch mehr Platz im Innenraum, macht das Fahrzeug sehr, sehr begehrlich. Wunderbar. Wir gehen wieder rein ins Getummel, denn da ist gerade Susanne Christine und die sagt, ein Feuer der Gefühle. Hier ist sie, Susanne Christine, gerade aus der Karibik angereist. Hier ist sie, Susanne Christine, ein Feuer der Gefühle. Das ist doch was, ne? Aber natürlich. Da hat ein jeder Spaß, im Sommer zu verreisen, erlebt man dies und das. Und in den lauen Nächten, da geht man auf ein Fest. Hier herrscht eine Riesenstimmung in jedem kleinen Nest.
Bilder wird wie Sau geschlatt. Da feiern wir auch mal, wenn's sein muss, bis um 8 mit kühlem Kopf und warm das Herz. Das ist der Norden, das ist der Norden. Willkommen im norddeutschen Land. Da kann man was erleben an Ost- und Nordseestrand. Da geht man Nacketei, das ist auch schon bekannt. Man sieht so manchen Hügel und manchen Hängebauch. Da baut man große Burgen, denn Sand gibt es hier auch. Ja, da ist ganz oft die Welt, da wird die Sau geschlappt. Da feiern wir auch mal, wenn's sein muss, bis um 8 mit kühlem Kopf und warm das Herz. Das ist der Norden, das ist der Norden. Willkommen im norddeutschen Land. Hein und auch Kede sind mit von der Partie. Im Norden trinkt man Klaren und alle Wirten nie. Ja, das ist ein Geschwufel, der Saal ist brechend voll. Selbst Oma und auch Opa, die tanzen Rock'n'Roll. Ja, da ist Tanz und Drill, da wird die Sau geschlatt. Da feiern wir auch mal, wenn's sein muss, bis um 8 mit kühlem Kopf und warm das Herz. Das ist der Norden, das ist der Norden. Willkommen im norddeutschen Land. Tanz, Fadril, Sau geschlatt. Da feiern wir auch mal, wenn's sein muss, bis um 8 mit kühlem Kopf und warm das Herz. Das ist der Norden, das ist der Norden. Willkommen im norddeutschen Land. Das ist der Norden hier in Ellermanns Hafenbar. Mein Lieber, komm ein bisschen zu mir. Herzlich willkommen, unser Otto Fürst. Er hat ja nichts mit Fürst Bismarck zu tun, aber sein Name verpflichtet. Das ist ein ehrlicher Name, oder? Das ist ein Künstlername. Nein, das ist der Name von meinem Großvater und der hat mich inspiriert, ihn zu nehmen. Du bist ein Musiker von Hause aus, aber du hast auch einen Warenberuf. Und was machst du da? Ich handel mit Kartoffeln. Was machst du? Kartoffelhändler. Ein richtiger Kartoffelhändler. Ja, und du hast ja auch eine Kartoffelpolonaise rausgebracht. Die werden wir in einer der späteren Sendungen dann mal erleben, die Original-Kartoffelpolonaise. Aber eines muss ich jetzt nochmal loswerden und absolut auch mal wissen von dir nochmal. Du warst ja bei Tommy Gottschalk, bei Thomas Gottschalk mal zu Gast, nicht? Richtig, ja. Was hast du da gemacht? Da habe ich diese Polonaise zum Besten gebracht. Mit so großen Knollen, die sind also fast so groß wie du. Ehrlich? Wahnsinn. Und Thomas Gottschalk, super Typ, ne? Ganz klasse. Auch locker? Locker, freundlich. Dein Typ. Probt auch nicht, probt nie, ne? Ein bisschen vorweg und dann wird das locker durchgesprochen und dann läuft das. Also, das habe ich mit Thomas Gottschalk gleich, ich probe auch nicht und deshalb proben wir nie in dieser Sendung und es kommt so locker und natürlich rüber. Bist auch ein super Typ, danke dir recht herzlich. Deshalb hast du auch so viel Erfolg. Dankeschön, Mann, Alter, das höre ich gern. Es war nicht abgesprochen. So, Freunde. Sie haben am Anfang der Sendung einen Herrn erlebt, den könnte ich nie in meine Hitparade einladen. Denn Sie wissen ja, auf Hamburg 1 läuft am jeden ersten Sonntag des Monats Ellermanns Hitparade, weil er erstmal keine Hits hat. Aber, da lacht er schon im Hintergrund, aber in diese Sendung passt er original. Und wenn er, glaube ich, des Öfteren nochmal in dieser Sendung ist, dann kriegt er den Nobelpreis. Sein Vater war Star. Er hieß auch Priester Jan. Sein Name ist Hannes Priester Jan. Und wie sein Daddy immer sagte, Hannes, zuckersüßer Hannes, du, da war sein Lied für seinen Vater. Und heute singt er uns diesen Titel Hannes Priester Jan zum Gedenken an seinen Vater, der auch ein Großer war. Und der trank wirklich nur Wasser. Viel Spaß, Hannes Priester Jan. Kaltmann Sommer ist in Obst an der Alster lang, so in Düster mit so einem Bitten im Schien. Wenn die Welt Gletscher reißt an den Strand entlang, jede echte Hamburger findet doch so viel. Und wer sich von uns Menschen dazu leisten kann, wie wurde Paddelbär der Alster auf und tot. Denn es oben kick ich wieder den Monat Vogel an und erheuerte Melodie ich auf den Mond. Hannes, zuckersüßer Hannes, du, der Paddeln Hannes hast du raus. Hannes, du paddelst für mich immer so und wie du mit deinem Paddel haust. Ach, Hannes, zuckersüßer Hannes, du ganz halt wirklich ganz vermisst. Ach, du stebst den Paddel mit dem Schwung so rein, Hannes, darin bist du groß.
du denn da? Wat n Paddel hatten du denn da? Wat n dicken, wat n Paddel hatten du denn da? Wat n Paddel hatten du denn da? Wat n dicken, wat n Paddel hatten du denn da? Wat n Paddel hatten du denn da? Diese Paddel, ey, die braucht mir ob den Infall denn, wenn mir Lüttenstern das Paddel proprobär. Und dann oben so in düstern Grund wie beide Dohlen, sehr Angst, du hörst und wundert dich das Kind. Oberast wie in so ein Büschen in die Gange kam, und der Paddelbild, der schaukelt hin und her. Ach, da wollt mein kleiner Schieder immer weiter fahren, und sie bettelt mich mal so ein bisschen mehr. Hannes, Zucker, süßer Hannes, du, der Paddeln, Hannes, hast du raus. Hannes, du paddelst mit mich im Zoo, und wie du mit deinem Paddel haust. Ach, Hannes, Zucker, süßer Hannes, du kannst dann wirklich ganz vermisst. Ach, du stebst den Paddel mit dem Swung so rein, alles darin bist du groß. Jo, du stebst den Paddel mit dem Swung so rein, alles darin bist du groß. Wat n Ding, wat n Paddel hatten du denn da? Wat n Paddel hatten du denn da? Richtig feiern, heute hauen wir auf den Putz. Auch wenn wir jetzt schon wissen, es war das Geld ist futsch. Wir haben gute Laune und singen alle mit. Herr Schuster und Frau Meier und auch Familie Schmidt. Er nahm den Schirm und schiebt los. Denn so ein Schirm, der schiebt am Moos. Er nahm den Schirm und schiebt los. Schirm, der schiebt Bamus. Er nahm den Schirm und schiebte los. Denn so ein Schirm, der schiebt Bamus. Er nahm den Schirm und schiebte los. Denn so ein Schirm, der schiebt Bamus. Bei unserer Tante Anna ist immer etwas los. Sie backt die schönsten Kuchen, darin ist sie ganz groß. Auch unser Onkel Willi hat immer viel Humor. Er spielt sehr viel Theater und trägt uns daraus vor. Er nahm den Schirm und schiebte los. Denn so ein Schirm, der schiebt Bamus. Er nahm den Schirm und schiebte los. Denn so ein Schirm, der schiebt Bamus. Jeder Hafen hat ein Kai, jedes Schiff hat sein Zuhaus. Nur Matrosen sind erst glücklich, läuft ihr Dampfer wieder aus. Jeder Pott hat seinen Deckel, keine Planke ohne Teer. Nur Matrosen sind erst glücklich auf dem endlos weiten Meer. Und das Meer. Das Meer und das Meer, das schubst sie alle hin und her. Doch auf jeden harten Brecher leeren die auch noch ihren Becher, so als ob das alles nur Vergnügen wär. Jeder Hafen hat ein Kai, jedes Schiff hat sein Zuhaus. Nur Matrosen sind erst glücklich, läuft ihr Dampfer wieder aus. Jeder Pott hat seinen Deckel, keine Planke ohne Teer. Nur Matrosen sind erst glücklich auf dem endlos weiten Meer. Und zu Haus. Und zu Haus geht die Heuer, wie sie reinkommt, wieder raus. Denn in jedem Hafenstädtchen warten 100 schöne Mädchen und die suchen sich die richtigen schon aus. Danke sehr. Herzlichen Dank. Dankeschön.
Und wir schauen noch mal einmal ins Publikum, was hier los ist. Hier ist doch wirklich etwas los. Die Damen und Herren stehen auf den Tischen, sie stehen auf, sind oben. Hier ist was los. Eine Riesenstimmung überall im Autohaus, Michael. Wahnsinn, Wahnsinn, was hier los ist. Wir sehen uns wieder hier auf Hamburg 1 am 2. Mai. Am 2. Mai zur Ellermanns Hitparade und am 9. Mai zur Ellermanns Hafenbar. Da sollten Sie einschalten unbedingt. Wir sind in Wandsbek morgen, schauen Sie vorbei, im Carré. Da ist Torfog, da ist Herr Holm, da sind die Alsterspatzen und da bin ich. Und ich freue mich auf Ihr Kommen. Volles Haus morgen. So gehört sich das, denn wir in Hamburg sind richtig gut drauf und Sie auf Ihrem Lieblingssender Hamburg 1 wissen ja sowieso, hier sind die maritimen Stars zu Hause sowieso. Die Hafenbar wird morgen im Carré ja aufgezeichnet. Ich hoffe, Sie sind dabei. 14 Uhr ist der Einlass. Es gibt noch wenige Restkarten. Die nächste Hitparade am 24. April im Eidelstedt-Center. Da wird sie aufgezeichnet. Wir blenden die Telefonnummer ein für das Eidelstedt-Center. Da können Sie noch Karten ordern. Mit dabei werden sein Henne Heuer, Big Harry, Peter Kent mit seinem riesen Orchester und viele, viele mehr aus der Hitparade. Also unbedingt dabei sein. Karten können Sie bestellen unter der Hamburger Nummer 57 19840. Die wird jetzt auch eingeblendet. Es gibt auch noch wenige Restkarten, also schnell beeilen für den 24. April im Eidelstedt Center. Und ich hoffe, Sie haben viel Spaß gehabt mit der ersten Hafenbar. Sage nochmal frohe Ostern. Es war, glaube ich, hier eine bombastische Stimmung. Lang einen Applaus.